Zurück nach Südtirol und zwar mit dem Sport Nachwuchs. Der Verband der Sportvereine Südtirols, VSS, vergibt seit 17 Jahren den Förderpreis für vorbildliche Jugendarbeit. 2016 ging die Auszeichnung an den AFC Obermais. Der Traditionsverein überzeugte die Jury durch seine gute Zusammenarbeit mit lokalen Schulen und Vereinen sowie durch Benimmregeln für den Fußballplatz und auf der Tribüne. Wir haben einige der 370 Nachwuchsspieler beim Training auf der Lahn besucht. Dreimal wöchentlich heißt es für Moritz 9 und Felix 11. Raus aus den Klamotten und hinein in das blaue Dress des AFC Obermais. Mit der gepackten Fußballtasche geht es zum Sportplatz. Auf der Lahn trainieren die Brüder für 1,5 Stunden mit Gleichaltrigen. Letztes Jahr habe ich Verteidiger gespielt, jetzt bin ich Stürmer und Mittelfeld. Wieso kommst du so gern her zum Training und zu den Spielen? Das ist Team, also dass man im Team spielt und weil meine ganzen Freunde gehen. Insgesamt 370 Nachwuchsspieler im Alter zwischen 4 und 18 Jahren trainieren auf diesem Platz. Für den langjährigen Jugendkoordinator Hubert Grittner ist der VSS-Förderpreis ein Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit seines Vereins. Wir haben von der Tochter, dass wir mit der Obermais und jetzt auch mit der Untermeisterschule zusammenarbeiten, haben wir 70 Kinder gekriegt, die was praktisch Fußball als Wahlfach genommen haben. Der andere ist besser im Laufen, der andere ist auch besser mit dem Ball, aber irgendein Talent hat er jedes Kind. Zudem ist Fußball ein kostengünstiger Sport. Für 160 Euro im Jahr werden die Nachwuchsspieler des AFC Obermais trainiert und bei den Spielen betreut. Axel Tormio wurde durch eine Infoveranstaltung auf den Club aufmerksam. Der fußballbegeisterte Vater ist bei jedem Spiel dabei. Fußball spielt jeder, Fußball kann man in jeder Wiese und auf der Straße spielen, es braucht keine Geräte und deshalb war für mich Fußball ganz wichtig, da lernen sie ganz viel auch für den Rest vom Leben. Die Jugendarbeit des AFC Obermais dreht sich nicht nur um den Sport, sondern auch um Erziehung. Auf dem Platz versuchen die Betreuer ihren Nachwuchsspielern Ballgefühl und Teamgeist sowie Disziplin und Respekt zu vermitteln. Und ganz